heute machen wir eine Aprikosenfly oder Smurfenfly, wie sie in Limburg, also in Belgien, sagen würden. Dieser Kuchen ist eine Limburgische Spezialität und ja, ich habe mir gedacht, wir machen das einfach mal. Für diesen Kuchen nehmen wir einmal Aprikosen. Und zwar nehme ich hier ganz normale getrocknete Aprikosen. 300 Gramm sind das. Das wird hoffentlich, denke ich, mal reichen. Ich werde einfach hier die Aprikosen kurz einmal einpieksen, denn wir werden jetzt gleich einmal Wasser dazu geben, denn wir werden diese einmal einweichen. So, und ich habe hier warmes Wasser zugegeben und die stellen wir jetzt einfach beiseite. So, dann kochen wir uns Pudding. Dafür brauchen wir 500 ml Milch. Ich nehme hier wie immer Biomilch. Und ich mache diesmal keinen Pudding selbst. Und dann werden wir diese hier, diese Menge hier einfach aufkochen. So, und den Rest werden wir einfach nach Packungsanleitung mit 2 Esslöffeln Zucker glatt rühren und dann gleich in die aufgekochte Milch geben. So, die Milch ist aufgekocht. Und dann einfach den Pudding hier rein und aufkochen lassen. Und rühren meine ich. So, jetzt machen wir hier den Teig. Und zwar nehmen wir 250 Gramm Mehl. Gut. Mehl haben wir jetzt. Geben wir Hefe dazu. Trockenhefe reicht in diesem Fall. Ihr könnt auch frische Hefe nehmen, dann einfach nur für 250 Gramm, also ein halbes Päckchen müsste es sein. Aber ich habe jetzt keine da, deswegen geht auch trockene. Tut das gleiche. Dann geben wir noch ein Ei dazu. Ganz normales Ei. Und dann kommt noch wieder Milch dazu. 100 Gramm Milch. Und dann geben wir noch entweder Butter oder Margarine dazu. So, und das alles verkneten wir jetzt zu einem ordentlichen Teig. So, wir haben jetzt hier einen richtig schönen Teig. Aber ich arbeite den noch ganz gerne mit der Hand durch. Daher nehme ich den einmal raus. Einmal schön einrollen. Das ist auch schön bemehlt ist hier alles und dann einmal schön durcharbeiten. Nun wieder Teig ausgerollt und hierauf auch wieder achten, dass genug Mehl da ist. So, das sollte eigentlich reichen. Jetzt einfach Backblech einfetten bzw. Backpapier auslegen, Kuchen rein und den Backofen schon mal auf 180 Grad Umluft vorheizen. So, und dann geben wir jetzt den Teig einmal hier rein und drücken ihn an den Rändern etwas hoch. Das muss auch so sein, aus dem einfachen Grund. Wir geben jetzt die Füllung noch rein und wir möchten ja nicht, dass da irgendwas überläuft. Ich habe es hier ein bisschen angedrückt und ich habe jetzt hier den Pudding und da ist schon wieder Haut drauf und ich hasse Haut auf dem Pudding. Einmal unterrühren. Kurz das stellen, weil ich das vergessen habe. Denn wir werden jetzt einmal hier kurz noch ein paar Löcher reinpieksen in den Boden. So, jetzt lasse ich es einfach. Dann geben wir jetzt, nachdem wir den Rand noch ein bisschen angedrückt haben, den Pudding darauf. Erstmal nicht alles. Seht ihr hier? Und wir machen das so, wir verteilen den Pudding. Dann nehmen wir noch ein Ei. Und wir werden das Ei einmal eine Schüssel geben und mit der Gabel verquirlen. So, und dann streichen wir jetzt hier einmal den Teig. Wir werden vielleicht hier von dem Teig noch was abnehmen, weil das ziemlich hoch ist.
So, ich habe euch ja gesagt, die Tarte wird bei 180 Grad gebacken und 25 Minuten, das reicht. 20 bis 25 Minuten, je nach Backofen, sagen wir mal so. Ich schreibe dann die genaue Angabe ins Rezept rein. Findet auf der Homepage, ganz klar, habe ich euch ja schon mal gesagt. Ja, und jetzt machen wir dann weiter mit den eingelegten Aprikosen. Das Wasser ist inzwischen kalt. Aprikosen sind nicht mehr ganz so Aprikosen-orange. Ihr seht, das Wasser hat auch Farbe angenommen und Schmutz. Und jetzt kippen wir einfach alles weg. Und nehmen die Aprikosen und hacken die dann einmal durch. Dazu könnt ihr die dann erstmal in Scheiben schneiden. Denn wir kochen uns jetzt so eine Art Aprikosenkompott. Aus getrockneten Aprikosen wird sehr spannend. Und da geben wir noch ein bisschen Zucker dazu und neues Wasser. Und mit dem Zucker könnt ihr euch anfangen zu regulieren. Also ich habe schon Aprikosentarts oder Smurfefly, Aprikosenfly gegessen, die wirklich, wirklich süß waren. Da hat euch echt alle Falten aus dem Körper gezogen, so süß war das. Er war schon von innen konserviert. Da wird nichts schimmeln von innen. So süß war das, aber das möchte ich nicht. So, wie ich gerade schon gesagt habe, geben wir dieses Gehackte hier in den Topf. Der steht nämlich schon hier hinten, ganz halt unter der Kamera. So, dann nehme ich jetzt hier erstmal 2 Esslöffel Zucker und dann Wasser, ungefähr 0,2 Liter, also 200 Gramm Wasser. Und dann kochen wir das einfach zu einem Art Kompott ein, wie ich gerade gesagt habe. So, das ist unser Tartboden. Ich habe den schon mal gelöst. Aber ich lasse ihn jetzt erst noch mal dran, nur damit ihr es seht. Jetzt habe ich jetzt hier unseren Kompott, unsere schön gekochten Aprikosen. Ich habe die ungefähr jetzt 10, 15 Minuten kochen lassen. Ich habe immer mal wieder das Wasser zugegeben. Ungefähr 500 Milliliter nach und nach, also immer in 200er Schritten, letzten 100er Schritt. Und jetzt geben wir das hier drauf. So, das sieht schon echt geil aus. Der Teig übrigens ist so eine Art Blätterteig geworden. Man sieht es auch hier ein bisschen an der Struktur. Jetzt schon richtig, richtig lecker, ich sag euch das. So, das lassen wir jetzt alles etwas abkühlen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das noch drauf geben. Also mit 300 Gramm kommen wir wunderbar hin. Und wenn das alles abgekühlt ist, etwas abgekühlt ist, so dass es noch handwarm ist, braucht ungefähr eine Dreiviertelstunde, dann schlagen wir die Sahne. Und die kommt dann noch oben drauf. Als nächstes nehmen wir Sahne, Schlagsahne. 200 Gramm einfach hier reingeben, ohne Zucker. Weil die Aprikosen sind schon süß genug. Das einmal steif schlagen. So, seht ihr hier, wie wunderschön diese Tarte ist. Und diese leuchtenden Aprikosen, das im Winter. Aus getrockneten Aprikosen einfach nur der Knaller. Ich sag euch das, ich finde das jetzt schon geil. Ja, also ich habe schon wieder ein mega Grinsen im Gesicht. Sahne habe ich soweit steif geschlagen. Obwohl, die könnte noch ein Minütchen oder... Ja, geben wir dann noch eine Minute und dann kommt die einmal oben drauf. So, ich hole mir jetzt hier Schokolade, weiße Schokolade. Aus dem Gefrierschrank, weil dann lässt sich die besser reiben. Und jetzt reiben wir diese einfach oben drüber. So, und ich habe jetzt hier erstmal ein bisschen Schokolade gerieben. Werden wir die einfach oben drüber streuen. Auch an den Rändern, sodass wir die ganze Sahne verdecken. So, ich bin damit fertig. Der Smurfefly oder Aprikosenfly oder Limburgsefly, wie der in Belgien heißt, ist fertig. Wenn ich
ich mache gleich noch ein Foto und wenn ihr Fotos gemacht habt, schickt es mir die ruhig unter dem Hashtag natürlich lecker auf Google+ oder auf Facebook, auf Instagram oder Pinterest, ist egal. Ja, ansonsten postet mir ein Foto davon in die Chronik auf Facebook und wenn ihr Bock drauf habt, teilt das Video, teilt den Inhalt, wenn es euch gefallen hat. Ja, und ich bin damit raus und dann sehen wir uns hoffentlich bei einem der nächsten Videos wieder.